Individuell unterwegs, der Freizeitpodcast. Folge 1, wir stellen uns vor. Hallo liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen bei Individuell unterwegs, dem Freizeitpodcast. Hier ist der Chris und ich möchte euch heute ein bisschen unseren neuen Podcast vorstellen. Ich hoffe, es wird euch gefallen und es wird euch hoffentlich auch so viel Spaß machen wie mir. Ja, wie kam es eigentlich dazu, zu dem Ganzen? Manche von euch kennen mich vielleicht schon von unserem Freizeitportal Reisen, Wandern, Tauchen, das ich gemeinsam mit meinem Bruder Stefan, seiner Frau Tamara, ihrem Sohn Clemens, der momentan noch so ein bisschen eher im Hintergrund ist, und unserem Vater Hubert betreibe. Und was wir dort so online stellen, sind eben diverseste Berichte und Fotos über unsere Freizeitaktivitäten. Das geht von Reisen, über Wandern, über Tauchgänge, Fotografie, Schlittenhunde, alles Mögliche ist da dabei. Und so nebenbei schreibe ich auch noch an 2-3 Blogs, die irgendwie auch zu diesem ganzen Projekt noch dazugehören. Das alles ist aber natürlich rein privat, nicht kommerziell, also wir machen das wirklich in unserer Freizeit, weil es uns Spaß macht. Und weil wir einfach auch unsere Erfahrungen und unsere Erlebnisse einfach mit euch teilen wollen. Und das neueste Kind sozusagen in diesem Projekt ist einfach hier jetzt dieser Podcast Individuell unterwegs. Die Idee dahinter ist simpel. Wir wollen euch auch über so diverse kleine Erlebnisse und Abenteuer, die wir so zwischendurch immer wieder mal erleben, ein bisschen was erzählen. Und so ein Podcast ist eigentlich schneller aufgenommen, als jetzt ein Bericht geschrieben ist, mit Fotos bearbeiten und dann das alles hochladen und online stellen und so weiter. Und irgendwie hoffe ich zumindest, dass die Produktion von diesen Podcast-Folgen, von den einzelnen Folgen, irgendwie schneller geht, weil ich halt zum Beispiel, wenn ich irgendwo unterwegs bin, auf einer Wanderung oder so, das einfach währenddessen schon aufnehmen kann. Und der Vorteil dabei ist einfach, dass ich die Eindrücke, die ich dabei habe, direkt festhalten kann. Und das ist eigentlich das, worum es mir geht. Es geht nichts verloren, weil ich werf im Prinzip, wenn ich draußen unterwegs bin, mein Handy an mit der Freisprecheinrichtung und mache einfach eine Audio-Memo. Nehme das auf und schneide das dann am Schluss zu einer neuen Podcast-Folge zusammen und kann das relativ schnell und unkompliziert online stellen und brauche jetzt nicht großartig einen Bericht schreiben und Fotos bearbeiten und so weiter. Das nimmt immer relativ viel Zeit in Anspruch. Zumindest wenn man da einen gewissen Anspruch dahinter stellt. Und ja, so hoffe ich, dass ich da ein bisschen zusätzlich noch ein paar spannende Informationen an euch übermitteln kann. Und ich werde sicherlich nicht alleine nur diesen Podcast machen, sondern ich hoffe, dass auch hin und wieder mal was eben von meinem Bruder oder von seiner Frau kommt. Aber das wird sich alles dann noch zeigen. Kommt natürlich auch auf euch drauf an, wie gut ihr diesen Podcast auch annehmen werdet. Ja, im Prinzip, das meiste ist schon gesagt. Vielleicht noch eine Kleinigkeit zum Podcast selber, wie ich das Ganze mache. Also wenn ich jetzt daheim bin, so wie jetzt gerade, dann nehme ich natürlich nicht mit der Handyfreisprecheinrichtung auf, sondern da sitze ich vor einem Studiomikrofon. Das ganze Ding hängt dann an einem 8-Kanal-Studio-Mixer von Alesis, der dann auch gleich den Digitalwandler eingebaut hat. Der hängt dann wieder über einen USB-Anschluss direkt am Rechner. Aufgenommen wird das Ganze unter Linux mit dem Programm Audacity. Das ist ein Open-Source-Programm, ein Audio-Editor, mit dem man auch viele Effekte anwenden kann und so weiter. Und finalisiert werden die Podcast-Folgen dann schlussendlich auf der Webplattform Auphonic. Die macht im Prinzip dann nichts anderes als nochmal ein bisschen Audiokompression und Normalisieren und so weiter, solche Post-Processing-Geschichten halt. Und dann kommt das Ganze online auf Blogger und ist erreichbar über die Adresse individuell-unterwegs.reisen-wandern-tauchen.at. Vielleicht fällt mir da noch irgendwann mal ein kürzeres Kürzel ein, mit dem man das leicht erreichen kann, aber das soll jetzt erstmal die Adresse sein. Ja, und ich hoffe,
ich habe euer Interesse geweckt an den nächsten Folgen. Folge 2 kommt bald, in wenigen Tagen, da wir um eine kleine Wanderung in unsere Heimatgemeinde Breitenfurt bei Wien gehen. Somit wisst ihr jetzt auch, wo wir herkommen. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Schaut, dass ihr wieder draußen irgendwo unterwegs seid. Euer Chris. Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen, Wandern, Tauchen. Reisen-Wandern-Tauchen.at